Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, ihr seht, ich muss gleich wieder zurück zu zum Zoras Fluss. Ich habe noch ein paar Dinge. Oh, Entschuldigung. Ein paar Dinge, die ich erledigen muss, bevor wir jetzt zur Zitadelle der Zeit gehen. Das wären zum einen jetzt erstmal das vergessene Herz. Teil bei Zoras Fluss, der vergessene Herzcontainer in Lord Yabu-Yabus Bauch. Eine goldene Skulltula, die uns noch erwartet. Wie viele haben wir eigentlich gerade? Ah, da will ich gleich mal gucken. Ja, wenn wir die dann haben, dann können wir auch gleich noch nach Kakariko gehen. Dann haben wir nämlich 20. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da was bekommen, aber probieren können wir es ja mal. Auf jeden Fall schwimmen wir jetzt erstmal rüber und schauen. Und dann wollte ich noch den Trick ausprobieren, der mir Zomgard, ja, wenn ich den Namen richtig ausspreche, verraten hat, nämlich, dass dort 60 versteckte Rubine auf dem Tor von Hyrule zu finden sind. Dem will ich dann auch nachgehen. Sollten wir da irgendwie, was finden oder so? Also sollten wir da. Sollte ich das hinbekommen, so rum? Ja. Jetzt brauchen wir aber erstmal das Hühnchen. Oh, guck mal. Komm mal mit, ich brauch dich. Wenn wir nämlich schon hier sind, können wir es auch gleich so machen. Oder auch nicht. Hühnchen, komm mal mit. Boah, hau nicht ab. Geht doch. Du bist ein nerviges Mistvieh, weißt du das? Und du kannst dich jetzt so viel wehren, wie du willst. Ich lass dich nicht los. Da war noch irgendwo ein Hühnchen. Boah, diese Octo-Dinger hier nervt. Da oben ist das Herzteil. Für das wir wollen. So. Und hier müsste auch irgendwo das andere Hühnchen rumschwirren. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das denn hinbekomme. Okay, nein, scheinbar nicht. Komm mit. Auch wenn da irgendwo noch ein Hühnchen rumstreunt. Ich nehme jetzt mal mit. Ach, wobei, wir haben ja noch eine neue Melodie gelernt. Die können wir gleich den Fröschen zeigen. So, wo ist sie denn? Hymne der Zeit, genau. Rechts, A, runter, rechts, A, runter, okay. Eine neue Zitadelle. Ocarina haben wir auch bekommen, nämlich die Ocarina der Zeit. So. Unter Wasser gibt es Frösche. So, schauen wir mal. Das hat scheinbar was gebracht. Die Frösche zumindest scheinen die Melodie zu mögen. Die klingt aber auch schön. Ja, denen gefällt's. Und der Rote wird groß. Mein Freund, du spielst die Ocarina gut. Eine nette Melodie. Wir sollten sie alle üben. Nimm dies hier als Lohn. Wenn dir mal wieder eine feine, bla bla. Und gleich mal ein paar Rubinchen bekommen. Sehr schön. So, dann haben wir aber erstmal keine Melodie mehr. Ich sollte vielleicht aber auch irgendwann noch bei der Lon-Lon Farm vorbeigucken. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob ich das vor der Zitadelle der Zeit machen sollte oder erst danach. Hör auf zu schimpfen, Mann. Du bist ja schlimm, Hühnchen. Warum fliegst du jetzt hier hin? Ich weiß, da drüben wäre noch irgendwo ein Hühnchen, aber ich will das Hühnchen hier jetzt behalten. Das ist nämlich so nett. Moment, komm mal her, Mann. Dämliches Huhn hier. Komm mal her! Ups. Wo ist denn das jetzt hin? Ernsthaft, das ist jetzt da hoch. Boah, Hühnchen, du kannst mich jetzt echt am Arsch lecken. Da war doch noch irgendwo eins. Ich höre es doch. Ups. Hier ist doch noch irgendwo eins. Oder irre ich mich da? Doch, das hört sich so an, als ob da noch irgendwo eins ist. Aber wo? Da oben auf jeden Fall, das hören wir. Aber da vorne hat sich noch ein Gehör. Das ist schon jetzt wieder da vorne, toll. Okay. Also es ist zurückgeflogen. Oh, super. Oh, da kommen wir nicht raus. Wir müssen da runter schwimmen. Gut. Versuch Nummer 2. Wenn es dann wieder nicht klappt. Und beim dritten Versuch auch nicht. Ja, dann werde ich es mal lassen. Komm mit, Hühnchen. Ups. Das habe ich alles falsch gemacht. Ich wollte nicht ausdrücken, ich wollte springen. Und ich glaube, ich habe vergessen, dass wir dazu kein A drücken müssen, sondern einfach nur in die Richtung laufen müssen, in die man will. Ist das Hühnchen denn jetzt wieder da? Können wir das auch mit dem Bumerang herholen? Sehr, sehr lustig.
Huh. Wo ist es denn hin? Hallo? Ach, da ist es. Hallo! Was machst du denn jetzt hier? Ja, pick ruhig auf mir herum. Macht mir nichts aus, mein dicker Haarschopf hier, der fängt das irgendwie ab, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegst du mich nicht klein. Du willst nicht so schnell. Nö, nö, da kannst du auf mir rumpicken, wie du willst. Du kriegst mich nicht klein, du kleines Mistviech. Pass nur auf. So, ich wusste gar nicht, dass Hühnchen fliegen können. Wieder was gelernt. So. Jetzt muss ich nur die richtige Stelle erwischen. Scheinbar klappt das so nicht. Aber gut. Können wir eigentlich auch so irgendwie da rum. Ich glaube nicht, dass das klappt, aber wir können es mal versuchen. Doch, es klappt irgendwie. Okay, doch nicht ganz. Gut. Wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung mehr. Egal, wir müssen jetzt eh wieder an den Anfang. Hui. Rubine. Der Fluss ist ein wahres Rubin, Quell-Ding, irgendwas. Also, es sind viele Rubine bei diesem Fluss. So, Hühnchen. Hallo, gut, gut, gut. Ich höre es doch. Was ist denn? Weit, weit weg. Weit, weit weg. Kann man das Schwert auch wieder einstecken? Nein. Hier ist doch. Wo ist es? Weit, weit weg immer noch. Oh. Das ist doch doof. Die Hühnchen nerven mich. Okay, letzter Versuch. Und wenn es da nicht klappt, dann bin ich einfach nur total hoffnungslos und werde da erst später drankommen. Hm. Vielleicht finden wir ja noch was, um weiter zu springen, wer weiß. In den meisten Zelda, die ich bisher gespielt habe, ist es ja so. Es wird so dunkel. Oh mein Gott, mit einem Streich alle Gläser weg. Oh, ich bin so awesome. Habe ich es richtig ausgesprochen, awesome? Nein, habe ich nicht. Oh Gott, mein Englisch ist so scheiße. Und Hühnchen, komm her. Fragt einfach gar nicht, kommentiert es einfach gar nicht. Lasst mich in Ruhe, ich weiß, dass mein Englisch total scheiße ist. Aber gut. Meine Nase ist halt auch ein bisschen verstopft. Also nicht wundern, dass ich so ein bisschen durch nasal rede, ne? Nicht wundern. Das ist heute ganz normal. Kann ich heute leider auch nicht ändern. Da kommen wir ja nicht rüber so. Nee. Schade. Hör auf, mir auf den Kopf rumzupicken. Scheiß Mistviech. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Ne? Nee, gut. Vielleicht muss ich das Hühnchen ja früher loslassen. Ich probier's mal. Oh, nein, ich muss es, glaube ich, später loslassen. Viel später. So, was passiert, wenn man das Hühnchen jetzt ertrinkt? Es schwimmt. Hui. Okay, es schwimmt. Sehr schön, und jetzt kommen wir hier gar nicht mehr irgendwo vorbei. Toll. Muss mal wieder auf den Anfang hoffen. Oh, ich habe langsam keine Lust mehr. Gott, ey. Okay. Das bringt zumindest nichts. Wir haben das Hühnchen ertränkt. Wie soll ich jetzt weiterkommen? Ohne das Hühnchen. Oh, ich bin so intelligent, ernsthaft. Wo ist es denn? Immer noch ertränkt? Okay. Gut. War aber lustig, das Hühnchen zu ertränken. Das war echt lustig, muss ich sagen. Also, mir hat Spaß gemacht. Würde ich gerne öfters machen. Nein. Das wäre ja voll die Tierquälerei hier. Nachher sitzt mir irgendwie die Peter im Nacken oder so. Das wäre gar nicht so toll, nein. Weil ich da ein paar Gestalten kenne, die sich dafür engagieren. Das heißt aber nicht, dass ich diese Gestalten mag. Ich kenne die nur vom Namen her. Aber soweit sind die mir ziemlich unsympathisch. Aber trotzdem muss ich mich mit denen nicht unbedingt anlegen. Das muss nicht sein, nein. Die genießen eine wesentlich höhere Bekanntheit als ich. Und ja. Wisst schon, kennt ihr nicht die PETA oder wie die heißt? Dieser komische Verein, der sich irgendwie für Tierschutz da verstärkt und meinte, dass Pokémon voll scheiße sei. Ich glaube, die wollten Pokémon verbieten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann aber auch sein, dass ich das verwechsel. Kann gut passieren. Auf jeden Fall, komischer Verein. Ja, muss ich aber echt nicht haben. Okay, nee, klappt so nicht. Gut, ich bin einfach nur dumm. Ich werde es später probieren. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich könnte es noch 50 Jahre weiter probieren, aber jetzt ist schon die Hälfte der Zeit weg. Und ich wollte jetzt eigentlich dann schon fertig sein mit dem Ganzen, was ich hier mache. Von daher nicht so geil. Naja, was soll's. Dann sehen wir uns jetzt einfach gleich bei Lord Yabu Yabus Bauch, wenn ich soweit bin. Bis gleich. So, und da sind wir wieder an dieser Stelle. Und ich habe den Herzcontainer wirklich nicht gesehen. Er war zwischen all diesem Fleisch total dämlich. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn jetzt wieder. Und wir können wieder raus. Sehr schön. Alleine. Hui, raus mit uns. Einfach wieder mitten aufs Wasser oder ins Wasser. Ich muss mich erst wieder ein bisschen orientieren. Moment.
Das hört sich an wie eine weitere Skulptur. Aha, Moment. Wo ist es denn da? Warum habe ich eigentlich Bomben ausgerüstet? Ich habe keine Ahnung, aber... Schnell, solange es Nacht ist. Aha. Und mit dem Bumerang holen wir uns sofort das Symbol. Yay, du hast deine goldene Skulptur zerstört. Ha. Nicht, dass hier noch irgendwo mehr sind. Ich hätte voll Angst, wenn er runterfällt. Habe ich mich hier eigentlich schon genau umgeguckt? Ich glaube schon. Zumindest nach Lord Yabu Yabus irgendwie was. Aber da drüben ist ja schon der Ausgang. Wir sollten weitergehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim Dekobaum. Der Weg dauert doch ein bisschen länger bis dorthin. Von daher, ja, bis gleich. So, da bin ich gerade wieder, wie ihr seht, im Kokiri-Laden. Bei dem kleinen Verkäufer hier, weil ich nämlich das hier wieder brauche, ein Dekuschild. Und deswegen kaufen wir das auch. Sehr schön, danke. Jo. Danke, 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 ich weiß Bescheid. Danke, ja, ich weiß Bescheid. Ja, bitte, schauen wir mal, was der noch so hat. Dekunüsse... Pfeile brauchen wir aber alles nicht. Das haben wir noch. Dankeschön. Was sagst du? Kommst du wieder, wenn du einen neuen Schild brauchst? Ja, natürlich. Auf jeden Fall wieder. So, dann sehen wir uns jetzt gleich im Dekobaum, der nicht allzu weit weg ist. So, das sind wir auch schon im Dekobaum. Jetzt muss ich nur noch die Stelle wiederfinden. Hey, hör auf mich zu beißen hier. Dummes Mistviech. Ach Gott, kann ich das irgendwo sehen oder so? Ach, hier vielleicht. Das war... Gott, nee, sehen tue ich es nicht. Ja, wir speichern trotzdem mal. Jetzt muss ich erstmal den Weg wiederfinden. Und die Stelle. War die unten? Ich glaube, die war oben irgendwo. Wir schauen einfach mal. Ich kann euch ja wieder reinschneiden, wenn ich es gefunden habe. Bis gleich. So, da bin ich jetzt an der richtigen Stelle wieder. Ja. Wir brauchen jetzt die Bomben. Ich denke zumindest, dass es die Stelle hier war. Die andere wüsste ich gerade nicht. Das sieht nämlich nach einer sprengbaren Wand aus hier. Und siehe da, da verbirgt sich auch eine Tür. Und da verbirgt sich... Eine erstmal solche Dinger, irgendwas. Komm, Bumerang. Und nochmal. Magst du dich umdrehen? Sehr schön. Und ich höre schon auch das Geräusch der goldenen Skulptula, die wir auch gleich untersuchen werden. Mit unserer Steinschleuder hier. Wo ist er denn? Da, beinahe nicht gesehen. So. Und das Ding holen wir auch gleich mit dem Bumerang heran. Und damit haben wir jetzt 22. Ich habe nämlich im Kokiri-Dorf noch ein weiteres Symbol gefunden. Das freut mich natürlich sehr. Dann werden wir jetzt erstmal nach Kakeriko zurückgehen. Und ich hätte mir jetzt eigentlich mit dem Zauber von... Wenn der einen da den Weg freimachen können oder beziehungsweise mich zurückbeamen können, aber daran habe ich jetzt nicht gedacht. Auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich wenn ich wieder draußen bin. Bis gleich. So, da sind wir auch schon in Kakeriko. Ja, ja, die Hühnchen laufen hier noch frei herum, aber ich denke, das mache ich in dem Part, in dem ich auch zu Dings gehe, zur Lonlon Farm. Dann mache ich das wieder in einem Rutsch und dann, ja. Jetzt erstmal will ich aber zu dem Haus der Skulltulas.
Und gucken, ob nicht vielleicht ein weiterer irgendwie jetzt wieder geheilt ist und wir eine weitere Belohnung bekommen. Schauen wir gleich mal. Da kommt er auch schon runter. Du hast 22 Skulpturas zerstört, daher lässt nun langsam die Wirkung des Flugs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skulpturas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Ja, natürlich. Da ist wieder jemand. Haben wir mit dem schon gesprochen? Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Der ist jetzt erst geheilt worden. Der Stein des Wissens. Benutze aber jetzt dein Rumble Pack. Reagiert es auf naheliegende Geheimnisse. Okay. Was bringt mir dieser Stein? Wo ist denn der? Ach, da ist er. Was bringt mir das? Mag mir das jemand erzählen, was mir das bringt? Kann ich das auch irgendwie einblenden? Nein, okay, schade. Gut, egal, das ist ganz nützlich. Da ist ja der zweite, den wir geheilt haben. Dann fehlen uns jetzt nicht mehr allzu viele. Doch, wir sind ja noch am Anfang. Ja, egal, wir haben jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge schon. Stein des Wissens könnte ja auch ganz nett sein. Und ich schätze mal, dass wir weitere Geldbörsen bekommen, je mehr goldene Skulpturas wir bekommen. Das habe ich so zumindest aus der Andeutung verstanden. Weil wir können ja schließlich nur ganz reich werden, wenn wir denen helfen. Wenn wir goldene Skulpturas zerstören. Also fleißig schreiben. Seele, du hast deine goldene Skulptur übersehen. Geh da und dahin. Ja, und jetzt, bevor ich jetzt hier den Part beende, werde ich noch ein letztes Ding machen. Nämlich, die versuchen, die 60 Rubine da zu bekommen. Ja. Ob das klappt, das ist die Frage natürlich. Ich bin da vielleicht ein bisschen skeptisch, aber mal ausprobieren. Da müssen wir, glaube ich, auf die Kette hoch. Also hier ist man hoch. So. Schauen wir mal, ob das so klappt. Upsala. Okay, vielleicht schaffen wir es auch so. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen... Ach Gott, aber mein Winkel von der Kamera ist auch gerade dämlich. So. Okay. Ich glaube, es wird auch gleich Nacht. Also da muss ich, glaube ich, nicht... Okay, ich könnte aber trotzdem... So, ich könnte trotzdem spielen. Oje, jetzt bin ich ja gespannt, was passiert. Es wird Nacht. Und die Kette wird eingezogen. Oh. Haha, wie Link sich umguckt. Aha. Ganz zu geht sie also nicht. Da war ein Rubin. Ein weiterer und ein weiterer. Was hat dazu gestimmt? Sehr schön. Ihr könnt mir also jetzt vor allem du... Ja, okay, ihr könnt mir alle schreiben jetzt. Ob ich denn jetzt erstmal gucken soll nach... zur London Farm. Und danach nach Kakariko die Hühnchen einsammeln. Oder ob ich erst einmal zur Zitadelle der Zeit soll. Weil ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal den Part beenden. Und mich auf eure Kommentare verlassen und vor allem freuen. Halt. So, machen wir erstmal wieder Tag. Jetzt aber. So, und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part, entweder auf dem Weg zur Zitadelle der Zeit oder auf dem Weg zur London Farm und ein paar Sachen erledigen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.